Kennst du schon den Easy Reach? Wenn nicht und du hast was mit Scheibentönung zu tun, solltest du jetzt wirklich gut aufpassen. Denn meiner Meinung nach darf der Easy Reach wirklich bei keinem Scheibentöner fehlen, es sei denn, du hast eine sehr gute Alternative, wovon ich aber erstmal nicht ausgehe. Denn der Easy Reach ist super, super flach und sehr glatt. Ich nehme an, dass der auch Teflon beschichtet sein wird. Kommt aus dem Werk schon mit super glatten Kanten. Ich würde zwar nochmal mit dem Hartkreisschärfer einmal drüber gehen, damit die Kante noch etwas schärfer ist sozusagen, ohne dass da Grat dran ist. Jetzt komme ich einmal zum Einsatzzweck. Man kennt es, wenn man die Folien an den senkbaren Scheiben unten einfädeln will, dass die Gummilippe ständig im Weg ist. Mit diesem Tool kannst du unheimlich gut unter die Gummilippe fahren und die Gummilippe quasi so ein Stückchen wegdrücken von der Scheibe und so dann die Folie einfädeln. Aber das ist nur einer von beiden oder einer von zwei Einsatzzwecken. Zum anderen benutze ich ihn auch, um unter den Schachtleisten das Wasser noch etwas genauer abzuziehen. Aber wie gesagt, dafür ist es wirklich wichtig, dass die Kante quasi keinen Grat hat, damit man da auch sämtliches Wasser mitnimmt. Deswegen würde ich den Easy Reach nur in Kombination mit einem Hardcut Sharpener empfehlen.